Moin, willkommen zurück zu Forza Motorsport 2. Im letzten Part haben wir die D-Area, also die japanische D-Klassen, abgeschlossen und wir haben uns beim VW-Club getroffen, also wortwörtlich was anderes. Aber wir haben den Golf 2 GTI gekauft und ein bisschen richtig aufgebaut, auf die A800er aufgebaut. Und das Ding kann ordentlich was wegschlagen beim Verein der Volkswagen-Fahrer. Was für eine Idee. Celebration of People's Car from Vito to Bora and Golf to Corrado. Ja, wir haben schon ein Rennen schon geschlagen und nun geht es zu Suzuka Secret. Ja, 3000 kriegen wir da. Ja, gerade mal nicht viel, weil das einer der ersten Rennen ist, aber es kann ja nicht schaden, das mal zu machen. Ich meine, hallo, ist kein Problem. Ich könnte auch die Corrado nehmen, aber irgendwie dachte ich mir, komm, nehmen wir mal die Golf 2. Der Golf 2 GTI, hätte das gesagt. Der Golf 2 GTI ist für mich besser als der Golf 1 GTI, für mich. Also für mich, ich sag die Meinung. Von der Form, also der sportliche GTI, nicht der normale. Der normale gefällt mir nicht wirklich. Der Golf 3 hingegen, ist für mich der schlechteste Golf. Golf 4 hat es ein bisschen besser gemacht, Golf 5 haben sie es deutlich besser gemacht und Golf 6 für mich der beste Golf von allen. Völlig egal. Ich muss dazu eine Sache sagen, was der Golf 2 GTI auf jeden Fall eines drauf hat, nämlich außer Geschwindigkeit, ich muss mal gucken, ich kann zählen, 300er. Ich habe ordentlich viel aufgetunt und ich habe den sogar noch den sechsten Gang verpasst. Und ihr seht, wie schnell das Auto geht. Das ist für ein A-Klasse Auto sehr schnell aktuell. So, wir werden das Rennen nicht mal eine ansatzweise so schnell hinbekommen, dass selbst nicht mal das Event sogar da war. Also es ist wirklich gerade mal nichts im Verhältnis gewesen. Und dank dessen, weil wir Frontantrieb haben, hat er keinen Drift. Ich könnte auch den Bora nehmen, aber ich habe irgendwie keinen Bock dazu gehabt. So, dann lass uns mal weiterhin losfahren. Die letzte Runde, das Rennen ist auch nicht gerade wirklich lang, weil es eine der ersten Rennen ist überhaupt. Mich auch wundern, wenn die überhaupt so sagen, dass man im ersten Rennen schon bereits sagt, fahr mal über 6 Runden. Ich bin schon 15 Sekunden Vorsprung. Eigentlich, so weit bin ich. Traktionskontrolle und vieles mehr. So. Das war zu gut. Ja, die Golf haben wir auch ordentlich getunt. Ist ein massiver Renngolf. Es schlägt alle. Er frisst alle auf. So, wir haben keinen Schaden. Ja, würde mich auch wundern. Dafür sind wir am Level hochgestiegen. Naja. Dafür haben wir 10%. Ja, wir haben für die Kupplungsscheibe oder beziehungsweise dann der Druckluftflugscheibe von Eurosport 10% Rabatt. Nicht schlecht. Die nächste Strecke ist die Suzuka Secret und wir fahren dort für 3000. Wow. Ich krieg richtig viel Geld, Alter. Ne, das sind wirklich die Anfangsrennen, die bekommt man wirklich gar nicht viel Geld. Aber man soll wenigstens froh sein, dass man überhaupt Geld bekommt. Unser erster Vollbild, Vollaufbau vom Spiel, dem Golf 2 GTI. Er hat auf jeden Fall einen Protest bekommen dafür, dass er so schnell ist.
Ich hab vergessen, mein Handy runterzuholen zu stellen. Ach, verdammt. Na egal. Wird nicht wirklich stören, jetzt aktuell. So, 4 Runden. Oh, das kriegen wir hin, unter 4 Minuten sogar. Seht ihr? Wenn wir noch mehr Runden schaffen, dann können wir auch das hinbekommen, auch ohne Probleme den Rekord zu knacken. Die Felgen passen zum Golf 2 GTI. Die will ich nicht wechseln. So. Weiterhin, das Rennen ist wirklich gerade mal so nichts im Verhältnis zu dem. Und weil der Frontantrieb hat, untersteuert er sehr schnell, deswegen. 12 Sekunden Vorsprung auf der grünen Neune. So schnell bin ich geworden. In 3 Runden habe ich so viel auf Vorsprung aufgebaut in dem Monster Golf. Das war knapp. Ja, untersteuern kennt man ja. Ich wünschte nur, dass es hier einen Antriebswechsel gibt. Dann könnte es ein bisschen einfacher werden. Mal so angemerkt, dieser Motor ist serienmäßig. Ich hab keinen Motorswap gemacht an dem Auto, weil ich gerne gucken möchte, wie viel Leistung der normale Motor schafft. Golf. Oh, nur vorne brennen die Bremsen, das ist wirklich unfassbar. Hat geschafft. Das war ja simpel. Das war ja gerade mal nichts, das Rennen, muss ich tatsächlich sagen. M. Rossi war der Fahrer. Aha. Autsch, das hat man auch irgendwie. So, auch das haben wir hinbekommen, das Treffen. Yay, Service Cup und wir bekommen den 2003er VW Golf R32 und bekommen für 1500 mehr. Schön. Golf 4 R230. Ja, er hat einen richtigen Sechszylinder-Motor. Nein. So, das nächste wäre ja Quattro Verein, aber wir haben kein Audi. Und dann wäre noch die Corvette. Aber ich habe irgendwie keinen Bock dazu, jetzt das zu machen. Ja, und die Ferrari können wir erst machen, wenn wir Level 25 sind. Aber wir müssen mal gucken. Was haben wir denn bei Amateur Cup Races eigentlich? Nichts. Okay, das können wir vergessen. Semi Pro. Können wir auch nichts machen, ne? Yep. Aber es gibt Rivalry Face Off. Das werden wir höchstwahrscheinlich machen. Und das machen wir auch tatsächlich auch noch. Ja, gut. Wieso nicht? Level 10 ist die Beitritt. Und wir werden wieder bei Suzuka Secret fahren. Was auch sehr interessant ist, denn dort haben wir gerade ein Rennen gefahren, aber wir werden die Honda Civics mal zeigen. Wo der Hammer hängt. Diesmal kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Ich habe wirklich vergessen, es gibt ja wirklich diesen Rival Face auf mit Golf und Honda Civic. Ach man, 6 Runden. Okay, Golf, zeig mal, was du drauf hast in dieser kurzen Streckendistanz. So.
der Golf dominiert und marschiert richtig schnell. Ich habe vergessen, wie viel Leistung hat er denn nochmal. Ich möchte das noch mal gucken später. Aber ihr müsst wissen, dafür, dass wir ihn richtig aufgetunt haben, hat er wirklich nicht viel Geld gekostet dafür. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist recht gut für eine Investition für ein Auto, das richtig sehr günstig ist. Ein recht gutes Auto bist du. Ja, ja, du fährst richtig gut und machst deine Arbeit. Das ist sehr gut. Und das will ich auch von dir erwarten. So. Hälfte des Rennen haben, über die Hälfte des Rennens haben wir geschafft. Und die ganzen Civics und Golfs, die da hinten fahren, tschüss, die sind ja gar nicht mehr da. Das ist nicht mal eine Konkurrenz, die ich da habe. So. Wo seid ihr denn? Ich würde euch trotzdem überholen. Au. Alter, wie viel Schaden hat das? Hat die Scheibe wirklich gerissen? Unfassbar. Was ist schon in der fünften Runde? Oh. Und wir sind so dominant, dass wir uns nicht mal ansatzweise uns das Wasser reichen können. Nicht mal ansatzweise. Gegner, die gibt's gar nicht. Ich habe sie komplett geschlagen mit unserem massiven Golf. Ja, der Golf 2 GTI. Wer hätte das gedacht, nachdem VW erfolgreich den ersten Golf gebracht hat, haben die direkt den zweiten Golf rausgebracht, der ein bisschen größer ist als der erste und angefangen hat, nicht mehr so klein, den Kleinwagen zu sein, sondern wirklich tatsächlich ein bisschen größer zu werden für ein Fahrzeug. Der hat die Kompaktklasse geschrieben. Wow. Fährt mal schneller, bitte. Ja, die Kompaktklasse beschrieben hat. Der Golf begründete zusammen mit dem Ubi-Kadett die Kompaktklasse. Nur vorne sind die Bremsen. Ist wirklich unfassbar. Hinten hat er keine Scheibenbremsen. Soweit ich weiß, hatte der alte Golf noch Trommelbremsen gehabt. Die Scheibenbremsen waren erst im dritten Golf, glaube ich, da. Und zack, bin gewonnen. Auch wenn jetzt nicht gerade das hübscheste Bild zu sehen ist nach dem Aufprall. 8000. Level 2. Wir haben 10%, ja. Schön, wir haben genau gesagt auf die Übersetzung und den ganzen also wisst schon, in der ganzen Fälle auch noch sogar 10% bekommen. Rabatt. Also Antriebswelle haben wir wirklich 10% dafür bekommen. Und schön, dass wir jetzt gerade getuned haben. Nee, nee, ist wirklich unfassbar. Stimmt, der R32 hat Allrad, deswegen kommt er so gut bei mir ran.
So viele Nissan-Auto-Werbungen. Ja, ja, ja. Wenn wir auch dieses Auto nehmen, also dieses DLC-Auto, keine Sorge. Weil dieser Nissan, der immer wieder so als Werbung kommt, das sollte ursprünglich auch ein DLC-Auto sein, das später kommen sollte. Was für eine Ironie, ne? Die Strecke haben wir schon seit langem nicht mehr gefahren. Beschleunige sehr schnell und lasse niemanden den Stich, so würde ich das Sprichwort sagen. Vier Runden. Die Strecke ist auf jeden Fall länger als die von Scuba. Boah. Sehr schnell. Jetzt den sechsten Gang. Ja, ihr seht, nur die vordere Bremse leuchtet. Das heißt, der hat hinten Trommelbremsen. Wirklich unfassbar, was das Auto kann. Also ich bin wirklich beeindruckt vom Auto, vom Golf 2, den die aufgetunt haben. Vor allem, weil wir auch richtig viel Gewicht runtergesetzt haben. Und eben ordentlich viel Leistung gegeben haben für das kleine Ding. Damals war es noch Mode, den VW-Logo unter dem Kofferraumdeckel zu platzieren. So. Und ich habe ach toll, ich habe schon viel Strafen bekommen. Nein, diese verdammten Strafen! Wieso kommen die nur? So, ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbauen, kennt man ja. Den Golf richtig stark zusammenziehen und dann später zusammenfahren. Was für ein Spruchsatz. Als ob man ein Fahrzeug zusammenziehen würde und dann zusammenfahren würde. Ein Fahrzeug fährt man nicht zusammenziehen. So, ich komme den sehr nah. Hehehe. Ich werde den sehr nah sein. So. So. Schön. Zum Thema, ich komme den sehr nah, von wegen. Wenn ich so weitermache, werde ich auf jeden Fall sehr nah sein vergessen. Wer ist denn eigentlich der Letztplatzierte jetzt aktuell? Hast du auch noch Civic? Ich sehe den. Mach mal Platz. Dankeschön. Und dann ist der Golf 2 GTI. Ich weiß nicht, ich kann ihn direkt wegen der Farbe erkennen, wegen meiner Farbe. Mach mir Platz, dankeschön. Yep. So, dann haben wir wiederum weiterum Geld bekommen und wir sind nächster Level aufgestiegen, Level 24, das ist sehr gut. Oh, neuer Honda NSX-R, beim Honda ist es jetzt verfügbar. Und wir haben, wir haben die Ansaug-Upgrade von KN Europa bekommen, schön. Als nächstes ist es bei Mugello, kennt man ja. Wenn man eine kurze Runde bei Mugello fährt, fährt man auch richtig schnell. So wie eine Schnecke oder Formel 1. Ich weiß nicht, was ich da rede. Vergiss das, was ich da sage.
Warte mal kurz, ich muss mal ein Foto machen. Das ist wirklich so komisch, wenn die merken, dass du mit deinem Golf 2 die ganzen Leute mal abziehst. Das ist wirklich unfassbar. So. Also, ich meine es wirklich ernst, wenn du mit dem Golf 2 diese Leute so abziehst, da wirst du wirklich mit denen Gnade denen zeigen. Mal gucken. So, das Bild passt doch perfekt. Nein! Ach man, zum Glück habe ich. Zum Glück habe ich das nicht komplett gespeichert, weil dann stürzt der Emulator ab und dann haben wir total einen Fehler gehabt. Das wäre nicht gut. Boah, ich habe mich voll erschrocken. Vier Runden in diesem kurzen Abschnitt. Mal sehen, ich komme wie weiter. Wo? Das war knapp. Ja, natürlich muss ich kürzen. Oh, Alter, geh aus dem raus. Gas runter. Gras runter. Mann, nicht Gas runter. So. Natürlich würde ich eher den Honda Civic nehmen, weil er besser sportlich aussieht. Aber der Golf, naja, der Golf GTI macht seine Arbeit. Zweite Runde. So, wir haben natürlich auch den Hubraum vergrößert. Ich glaube, der hatte sogar noch, bevor ich mich noch erinnere, so einen 1,8 Liter Motor, glaube ich, gehabt. Der GTI Motor. Muss es sein sogar, glaube ich, weil GTI hatte immer manchmal entweder 1,8 oder 2 Liter. Und haben hauptsächlich Sauger. Ich glaube, der Golf 4 war, glaube ich, der erste Golf GTI, der Turbo-Aufladung bekommen hatte. So. Ah, schon wieder gekürzt. Ich muss es wirklich mal lassen. Das ist wirklich unfassbar, was ich da mache manchmal. Kürzen, kürzen, kürzen. Das sollte man eigentlich nicht machen. So, mal gucken. Ich glaube ein Level noch und dann werden wir höchstwahrscheinlich auch die restlichen. Na, ich glaube nicht alle Rennen, aber wenigstens die restlichen Rennen freischalten. So. So, heute haben wir aber richtig viel Fortschritt gemacht. Und wir werden auch weiterhin so viel Fortschritt machen.
Ja, den werde ich sehr schnell überholen, bevor die Ziellinie, obwohl, den schaffe ich leider nicht. Schade. Und ich dachte, ich schaffe es. Aber er wird ihn direkt als Kai überholen. Yep, hat er auch. 9000. Nächstes Auto haben wir nicht, aber dafür haben wir die Meisterschaft, beziehungsweise die Challenge gewonnen. Yay, Young Guns Showdown. Wir haben den 2400 Mugen Civic Type R bekommen. Und wir haben 10.500 bekommen. Nett. Das sind 2004er und das ist die Zielgruppe, die wir brauchten. Na, wir haben wir nicht. Dafür haben wir ihn. Okay. Mal gucken. Was können wir denn als nächstes machen? Ich guck mal gerade. Semi Pro. Manufactured Club Series. Oh ja, stimmt. Ich habe ja nichts. Ups. Regular Championship hatten wir schon gemacht. Das wäre die deutsche C-Klasse. Mal gucken, was wir für Autos haben. Was für Gegner haben wir denn dort? Ja, es ist mir sowas von klar, dass wir deutlich stärkere Gegner haben. Das muss Deutsch und Klasse C sein, das ist wirklich unfassbar. Bei ihm hingegen, ja. Na, guck mal, ob wir bei Rival the Face auch wenigstens bessere Events bekommen. Sylvia, ha. Ja, komm, versuchen wir es mal, obwohl. Nee, komm, ich will es jetzt nicht bereuen. Ich will jetzt nicht extra übertreiben. Wir werden mal dieses Rennen mal machen. Mit dem Sevier S15. Mal gucken, wie sich das Ding fährt. Und wir machen Marple Valley, Race Valley. Ja, 10.000 kriegen wir dafür. Mal gespannt, wie viele Runden. Hoffentlich fährt sich das Auto gut, wie sein Ruf da ist. Nicht, dass wir jetzt extra Geld verlieren. Ah, wir sind der Stärkste. Was für eine Überraschung. Boah, klingt ja interessant. Stiftet er nicht. Ja, von Top Secret, ich glaube, der wird sich wahrscheinlich driften, wenn es so weiter geht. Ey, nicht zu driften, bitte. Ich glaube, ich werde die Mission später noch Reifen dazu packen, wenn es so weiter geht. 8 Runden. Ja, klar, ich würde 8 Runden lang so fahren. Alter, das ist wirklich unfassbar. Das Auto ist unfahrbar in diesem Moment. Zurück ist die Strecke kurz. Wie schaffst du denn maximal? 250, Mann, bist du kurz übersetzt. Aber bei den meisten Rennen wirst du wahrscheinlich eh nicht wirklich die größten Chancen haben. Bei Rivalry Face Off. Die Gegner kann ich nicht so einfach abholen, weil ich komisch. Schön, jetzt habe ich abgekürzt. Nein, weil ich so komisch fahre. Deswegen kommen die Gegner mir sehr nah und offenbar, weil das Auto ein Drift-Auto ist, das sie mir gegeben haben. Schön, jetzt weiß ich nicht. Fahr richtig, bitte. Ja, es ist ein Driftauto, man merkt schon bereits. Alter, was ist. Hör auf zu driften, Alter! Ich erreiche sie, das ist jetzt kein Problem. Oh, danke, der hat gebremst, das ist wirklich lieb von. Versuch mal diesen Rennversuch. Alter, wie oft zu driften, Alter. Das ist wirklich unfassbar. Ich werde auf jeden Fall die Reifen wechseln im nächsten Part, wenn es so weitergeht. Oder ich würde eine andere Meisterschaft machen, weil mit dem Auto komme ich nicht klar. Tut mir leid. Ich würde es wahrscheinlich, glaube ich,
ein komplett anderes Auto nehmen dann später. Oder was anderes machen, weil, glaub mir, es ist zwar leistungsschnell, ja, aber ich kann die Kurven nicht gerade halten. Das ist wirklich unfassbar, wie ich da gerade fahre. Der da ist ein Altezza. Stimmt, das ist ein Lexus ES, stimmt. Ups, ich vergaß ja. Der wird ja dort in Nordamerika als Lexus ES verkauft, obwohl der in Japan Toyota Altezza heißt. Das ist wirklich unfassbar. Die Bremsen sind fast am Eimer. Junge, Junge. Ich wünsche wirklich am liebsten gern, dass man ein Nissan Ziv hier noch rau ausbringen würde. Aber ich glaube, dass selbst das wird ein bisschen schweres Ziel sein. So, wenigstens kommen wir jetzt ein bisschen weiter voran und nicht, dass wir jetzt lüften die ganze Zeit, liebes Auto. Wir sind jetzt in der 5. Runde und ich würde gerne mal ein bisschen normal fahren. Bitte. Das ist eine Handy-Katastrophe mit dem Auto. Mal gucken, was ich nächstes Mal mache. Ich glaube, ich werde was anderes machen mit dem, als mit dem Civic, weil Gott mir, das ist katastrophales Verhalten. Jetzt bring dich jetzt mal gerade, bitte. 6. Runde. Der Sound ist okay. Die Fahrweise mit dem Auto ist eine Katastrophe. Also, was mich am meisten nervt, ist das Auto allgemein, dass es ein Drift-Auto ist. Ich dachte mir, okay, vielleicht ist es ein getuntes Auto. Nein, das ist ein Drift-Auto. Lern mal richtig zu merken, dass das Auto nach Drift designt wurde. Und ich habe aus Versehen gekürzt gedriftet. Das muss man wirklich mal. Unser erster Unfall. Das passiert jedes Mal fast am Ende des Spiels. Machen wir einen Unfall. Das ist wirklich unfassbar. Das Auto ist fast am Eimer. Nee, das wird das letzte Mal sein, dass ich mit dem Auto so fahre. Ich hab's vergessen, dass es ein Driftauto ist. Die Kupplung ist nicht gut, die schaltet nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Das hat ein Einflussverhalten, das eigentlich nicht sein sollte. So. Yay, im Gras, komm! Ach komm, was ist das? Wenn ich jetzt verliere, dann gebe ich das Auto die Schuld. Das ist wirklich unfassbar. Nee. Also es tut mir leid, Leute, aber wir werden mit dem Auto nicht machen. Sorry, wir haben verloren. Wir haben verloren. Mal gucken, was wir als nächstes machen würden. Nächsten Part. Ich würde mir jetzt nicht dieses Auto nehmen, weil das ist wirklich eine Katastrophe. Ich würde mir was anderes nehmen. Ich würde mir entweder den CV persönlich nehmen. Ich gucke mal, wie viel kostet die CV überhaupt. Weil, nee. Das kannst du mir nicht ernsthaft geben lassen. Ich guck mal, entweder Nissan CV oder Toyota Altezza. Gucken, wie viel kostet der Toyota Altezza? 5000. Okay, wir haben nur den einen Altezza, da gehe ich mal zu Lexus. Ja, 22.000.
baue den kurz mal auf wieder. Das wird wirklich wieder meine Katastrophe sein. Oh Gott. Mal gucken. Ich könnte theoretisch den Nissan Silvia nehmen oder den da. Kostet 7.000, 17.000. Wisst ihr was, ich kaufe mir das Auto. Baue das jetzt mal ein bisschen besser auf. Und wenn ich Geld brauche, dann gehe ich mal ein bisschen so ins Geheim Geld grinden. Ich habe das ja ein paar Parts ja mal gemacht, das ist an sich ja kein Problem. So, mal die niedrigsten. So, Federung. Haben wir zum Glück Rabatt. Bremsen. Haben wir auch Rabatt bei denen, bei Endless. So. Getriebe, da haben wir zum Glück Rabatt, aber da werde ich. Ja, ich werde sowieso auf Leistung dann später kommen. Also, es ist wirklich. Das Auto wird nicht alles komplett Serien sein. Da habe ich zum Glück Rabatt, das werde ich auch alles reinbauen. Werde ich auch alles reinbauen. Ja, und die Achsen. Rennreifen werde ich jetzt auf jeden Fall reinmachen. 4000? Ne, 4000 geht ja noch, das ist kein Problem. Mache ich von Toyo Tires. Bisschen breiter die Reifen. Und ich werde natürlich andere Felgen machen, denn die Felgen sehen nicht schön aus. Oh, von Enka mal kurz. Ja. Die sehen gut aus. Oh, gibt es ordentlich viele Tuning-Objekte. Top Secret. Ne, das sieht aus wie eine Dodge Viper. Das sieht gut aus für Trial. Sea West. Ja, geht. War das. Von Trial gefällt mir das. Ne. Ja, klar, Nismo und C2 hat das so gemacht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mir der am besten gefallen zum Sea West. Hinten. Nö. Ja, geht. Sea West. Mir gefällt der am besten von FXSP. Okay, Trial, Sea West. Das sieht gut aus. Also Trial sieht am besten aus von den allen. Natürlich sehen die anderen Kids nicht hässlich aus. Und Sea West natürlich. So, optisch gut gesehen. Jetzt bauen wir mal richtig ordentlich an der Leistung. Kann ich den Motorswap machen? Tatsächlich. Ja, vom Nissan Skyline. Ja, natürlich. Ne, ich werde den Turbolader vergrößern. Ja, von HRS Motor etwas vergrößern. Von Nismo. Ich würde offline Geld grinden, hier ist kein Problem. Auch von Nismo. G ready, Alter. Das Auto wird auf jeden Fall sehr viel nach vorne gehen. NGK, Spark Plus, die sind im verhältnismäßig auch günstig. Aber Handling ist eine Katastrophe mit dem Ding. Das einzige AM haben wir günstig Rabatt bei denen. Ich muss das irgendwie
das Handling nicht besser hinbekommen. Wieso ist das Handling eine Katastrophe wieder? Gut, bauen wir mal bessere Reifen. Von Avon Tires. Haben wir hier unser erstes U-Auto, Leute. Unser erstes U-Auto. Muss ich mal vorstellen. Kurz mal das Auto kurz mal umlackieren. Das Blau gefällt mir, aber irgendwie muss ich das Auto ein bisschen umlackieren. Das Lederton ist sehr, sehr komisch. Der Ton gefällt mir. Yep. Tja, die Felgen kann ich jetzt endlich mal lackieren. Machen wir so. So. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Mit gutem Erfolg, vielleicht schaffen wir es, diese Herausforderung. Na, tschüss.